Mir ist es eigentlich immer wichtig, dass diese Filme auch ein gewisses Zeichen der Zeit sind. Und das sind diese Filme, auch in diesem Jahr. Es geht vor allem darum, um den Kampf für eine bessere Zukunft. Bei den Protagonisten wie bei den Filmemachern. Ich bin Markus Vetter, ich bin selbst Filmemacher und ich betreue beim SWR den jungen Dokumentarfilm. Da haben wir zum Beispiel den Film Zellenflimmern. Da geht es um ein Gefängnis-TV, wo die Gefangenen einfach die Möglichkeit haben, für sich für eine bessere Zukunft zu arbeiten, wenn sie raus sind, und für die Mitarbeiter wirklich Gefängnis-TV zu machen. Die Gefangenen erhalten über Gitternet alle wichtigen Informationen über das Leben in der Anstalt in Oldenburg. Bei Zellenflimmern ist das Besondere, dass man wirklich tief in eine Struktur blicken darf als Zuschauer, wo man normalerweise keinen Zugang hat, nämlich hinter die Mauern eines Gefängnisses, und wirklich dabei sein darf und auch am Ende sehr angefasst ist, weil man den Protagonisten sehr nahe kommt. Also in meinem ganzen Leben habe ich bis jetzt sechs Jahre und ein paar Monate meiner Lebenszeit habe ich in Haft verbracht. Klar, jeder ist sein eigener Mensch und jeder weiß, was er tut, jeder ist für sein eigenes Handeln verantwortlich. Aber es gibt ja auch Leute, die lassen sich beeinflussen, und so einer war ich früher. Und das bin ich halt nicht mehr. Dann haben wir einen Film, Kratzer im Lack. Das ist ein sehr komplexer Film, denn bei Daimler haben wir plötzlich eine Gewerkschaft, die zunimmt. Es ist spürbar, dass die Menschen von der IG Metall, von der linken Gewerkschaft, ins rechte Lager rübergehen. Warum ist das so? Die IG Metall haben ja die Dreistigkeit zu behaupten, sie repräsentieren die Belegschaft. Und wir werden als Spalter bezeichnet, was ja impliziert, ihnen gehört die Belegschaft, und wenn sich aus der Belegschaft jemand anders orientiert, dann ist er der Spalter. Also sie haben einen Besitzanspruch auf die Deutungshoheit und auf die Interessenslage der gesamten Beschäftigten. Allein das ist schon sehr, sehr anmaßend. Und da begibt sich die Autorin Anna Stradinger auf die Suche nach diesem Phänomen, warum immer mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich da nicht mehr wohlfühlen in der IG Metall, ohne Öl ins Feuer zu werfen, sondern einfach um zu verstehen, was passiert in unserer Gesellschaft. Warum ist sie immer gespaltener? In einem anderen Film, Safe Space gesucht, geht es um fünf Frauen, die kämpfen gegen strukturellen Mikrorassismus. Viele von uns wissen gar nicht, dass Deutschland die drittgrößte Kolonialmacht war und inwieweit die Kolonialgeschichte mit unserer Gegenwart immer noch verknüpft ist. Und Bildung ist dafür der Schlüssel, dass man bestehende rassistische Strukturen durchbricht und gerade auch in der frühkindlichen Bildung damit anfängt. Ich finde es total toll, dass sie das macht. Also ich hätte das gerne als Kind auch gehabt. Da kämpft sowohl die Regisseurin wie auch die Frauen, die in diesem Film porträtiert werden, dass wir mit unserer Sprache anständiger umgehen und da versuchen, unseren eigenen Rassismus, dem wir permanent auch irgendwo unterliegen, dem entgegenzuwirken. Ein Film, auf den ich auch sehr stolz bin, unser Eröffnungsfilm Kaschkasch. Da geht es um den Libanon und um ein Land, das im Chaos versinkt. Und um die Protagonisten, diese jungen Libanesen, die ein Spiel, das sie immer schon gespielt haben, nämlich auf den Dächern von Beirut, anderen Menschen die Tauben abzujagen, eben das auch weiterspielen als Zeichen, dass man die Hoffnung an eine bessere Zukunft nicht verlieren sollte.